Also ich denke, in der Landwirtschaft läuft aktuell so ziemlich alles falsch, was falsch laufen kann. Wir leben heute in einer Welt, die in sowas wie einem globalen Supermarkt organisiert ist. Also da hat eine sehr starke Machtkonzentration stattgefunden. Man braucht im Prinzip heute riesige Maschinen, du brauchst sehr, sehr viele Pestizide, synthetische Düngemittel, das Saatgut, alles das ist eigentlich konzentriert auf ein paar Betriebe, also Konzerne mittlerweile, die einfach sehr, sehr viel Macht haben. Und für die Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten, ist diese Arbeit zunehmend entfremdet. Also man produziert einfach nur auf Masse. Die Arbeitsverhältnisse sind sehr schlecht. Es ist sehr kapital- und maschinenintensiv. Und wie gesagt, man produziert erstmal nur einen Rohstoff, der dann irgendwo verarbeitet wird. Es ist nicht mehr etwas, was wirklich das Ziel hat, sowohl Ökosysteme zu erhalten oder Boden fruchtbar zu machen oder auch irgendwie in den sozialen Verhältnissen und Arbeitsverhältnissen irgendwie sowas wie eine gerechte Welt zu schaffen. Luft, Wasser und Nahrung sind die elementarsten Voraussetzungen allen Lebens auf unserem Planeten. Der Planet Erde könnte nachweislich alle Menschen ausreichend mit Lebensmitteln versorgen. Doch das aktuell dominierende Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, schafft es nicht, die Lebensmittelversorgung für alle Menschen zu gewährleisten. Noch immer leiden weltweit über 800 Millionen Menschen an Hunger. Gleichzeitig werden in reichen Ländern Unmengen an Lebensmitteln weggeworfen. Überfluss einerseits und Mangel andererseits stehen sich tagtäglich gegenüber. Es ist wichtig zu betonen, dass die Situation noch wesentlich problematischer wäre, wenn nicht viele Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, vor allem in Ländern des globalen Südens, so viel zur Erwirtschaftung der Grundnahrungsmittel beitragen würden. Es gibt Untersuchungen, dass mindestens 65% der Weltbevölkerung durch kleinbäuerliche Strukturen ernährt werden. Die vorherrschende agrarindustrielle Lebensmittelproduktion für den globalen Markt verursacht schwerwiegende negative Folgen für Mensch und Natur. Der extreme Einsatz von sogenannten Pflanzenschutzmitteln schadet der Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren. Unter den Chemikalien befinden sich Pestizide, Fungizide und Herbizide, also Wirkstoffe, die auf den Feldern unerwünschte Pflanzen, Pilze und Insekten regelrecht vernichten. Besonders Bienen und andere Insekten, die Pflanzen bestäuben und somit die Grundlage der Nahrungskette bilden, sind durch Agrargifte und Kunstdünger bedroht. So besagen Messungen aus Nordrhein-Westfalen, dass die Vorkommen von Fluginsekten, vor allem von Bienen, Schmetterlingen und Schwebfliegen, von 1989 bis 2013 um rund 80% zurückgegangen sind. Zudem werden Gräben, Bäche, Flüsse und weitere Gewässer durch die Chemikalien erheblich verunreinigt. Dadurch belasten die Agrargifte nahezu alle Regionen, in denen es Wasservorkommen gibt. Sogar die Meere sind davon nicht ausgenommen. Viele Agrarchemikalien sind auch höchst schädlich für uns Menschen. Die unabhängige Organisation Koordination gegen Bayer-Gefahren prangert seit vielen Jahren die Praxis von Großkonzernen wie Bayer und Monsanto an. Diese Konzerne gehören zu den weltweit größten Produzenten von Saatgut und Chemikalien, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Also erstmal konkret betroffen sind so die Landarbeiterinnen, vor allem dann auch in der dritten Welt oder in der sogenannten dritten Welt, weil ja eben auch so, oder auch alle anderen Agrokonzerne sind so aufgestellt, dass sie oftmals so in der dritten Welt, so in den ärmeren Regionen Pestizide vermarkten, die hier gar in Europa gar nicht mehr zugelassen sind. Es gibt so Hunderttausende Geschädigte, also jedes Jahr von diesen Mitteln. Über schwere Gesundheitsschäden beim Menschen durch den Pestizideinsatz
berichtet uns der Aktivist für ökologische Landwirtschaft Abel Flores aus dem Bundesstaat Chiapas in Südmexiko. Los daños en la salud humana son terribles. Vivimos en una zona, nosotros, de alta producción con muchos agroquímicos y hay muchísimos casos de personas con cáncer. Hay infinidad de casos también, lamentablemente, de niños que nacen deformes. Hay un montón de enfermedades entre la población que muchos no se dan cuenta y otros no quieren ver que lo provocan los agroquímicos. Entonces, ¿al costo de qué se está impulsando esta agricultura? Auf diesen Bildern von Arbeiterinnen und Arbeitern einer Bananenplantage in Nicaragua ist zu sehen, wie der Einsatz von Pflanzengiften zu starken Erkrankungen führt. Nicht nur die Haut ist betroffen, auch innere Organe wie Nieren und Atemwege können schwer geschädigt werden. Doch nicht nur Pflanzengifte sind ein Problem in der herkömmlichen industriellen Landwirtschaft. Auch viele andere Aspekte, wie die Überdüngung durch übertriebene Gülleverklappung, Monokulturen und die Verdichtung der Böden durch den massiven Einsatz schwerer Maschinen, schaden der Umwelt. Auch die enormen Transportwege in der globalisierten Wirtschaftswelt sind ein Problem. Bestimmte Standorte auf dem Erdball produzieren große Mengen an bestimmten Produkten, wie zum Beispiel Soja oder Öl oder bestimmte Sachen, die dann exportiert werden, dort verarbeitet werden. Da werden sehr, sehr große Distanzen zurückgelegt, da werden Ökosysteme, Wälder, Regenwälder zerstört, Menschen vertrieben. Und das ist ein kolossaler Energieaufwand, hauptsächlich an fossilen Brennstoffen. Man kann im Prinzip auch sagen, dass die Hälfte der globalen Treibhausgasemissionen direkt mit dem Ernährungssystem verbunden sind. Das heißt, es ist nicht nur die Landwirtschaft, sondern eben auch die, das nennt man Landnutzungsänderung, eben Entwaldung, Verarbeitung, Transport, Kühlung und dann auch der ganze Müll. Auf Druck von Großkonzernen und Supermarktketten wurden viele Zölle aufgehoben. Und so kommt es dazu, dass nahezu alle landwirtschaftlichen Produkte das ganze Jahr erhältlich sind. Dazu gehören beispielsweise Frühkartoffeln aus Ägypten oder Äpfel aus Neuseeland, die unter enormem Energieaufwand nach Deutschland transportiert werden. Zu den bereits geschilderten Problemen kommen die schwierigen sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen für die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Auch in Europa gibt es teilweise katastrophale Arbeitsbedingungen in der konventionellen Landwirtschaft. So werden beispielsweise Landarbeiterinnen und Arbeiter, die keinen legalen Aufenthaltsstatus haben, von einigen Betrieben der Agrarindustrie rücksichtslos ausgebeutet. Nicht wenige Unternehmer drohen ihnen mit Abschiebung, wenn sie sich nicht den Anordnungen unterwerfen. Selbst in wohlhabenden Staaten wie Deutschland mussten viele kleinere Höfe in den vergangenen Jahrzehnten aufgeben, weil sie nicht gegen die Großbetriebe konkurrieren können. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sank die Zahl der bäuerlichen Betriebe um über 70%, von über 1 Million im Jahr 1971 auf 276.000 im Jahr 2016. Die Zahl der bewirtschafteten Flächen sank hingegen nicht. Heute konzentrieren sich die Ländereien in deutlich weniger Händen. Aktuell bearbeiten über 50% der Betriebe mehr als 100 Hektar Land. Viele Menschen in Deutschland fördern tagtäglich die Agrarindustrie durch ihre Art des Lebensmittelkonsums, da sie die dementsprechenden Produkte kaufen. Häufig sind sich die Konsumentinnen und Konsumenten überhaupt nicht bewusst, dass sie mit ihrem Einkaufsverhalten Naturzerstörung und Ausbeutung von Menschen tagtäglich fördern. Gegen diese Fehlentwicklungen in der Versorgung mit Lebensmitteln hat sich eine weltweite Bewegung organisiert, die nicht nur die Agrarindustrie kritisiert, sondern positive neue Strukturen aufbaut und viele Menschen begeistert. Die solidarische und ökologische Landwirtschaft. Die solidarische Landwirtschaft, im Englischen
Community Supported Agriculture, kurz CSA genannt, strebt eine ökologische und gemeinschaftsorientierte Produktion von Lebensmitteln an. Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es um ein völlig neues, ein gemeinschaftliches Verhältnis zwischen den Menschen, die Lebensmittel produzieren, und den Menschen, die diese Lebensmittel konsumieren. Also solidarische Landwirtschaft als Konzept bedeutet einfach eine verbindliche regionale Zusammenarbeit zwischen Erzeugern und Verbrauchern. Und ich sag mal, man kann sich das so vorstellen, ein Hof hat eine bestimmte Fläche und mit dieser Fläche kann man eine bestimmte Anzahl von Menschen versorgen. Und dann geht es darum, dass diese Menschen, also dass dieser Hof tatsächlich diese Menschen versorgt und diese Menschen wiederum aber dem Hof die Möglichkeit geben zu wirtschaften, also ihn mit finanziellen Mitteln oder auch mit Mithilfe versorgen und dass sozusagen auch ein Wirtschaftskreislauf in sich geschlossen wird. Das Netzwerk hat sich 2011 gegründet mit dem Ziel, solidarische Landwirtschaft in Deutschland bekannter zu machen und zu fördern, die Höfe zu unterstützen, solche Landwirtschaftsgemeinschaften aufzubauen und einen Paradigmenwechsel in der Landwirtschaft voranzubringen. Solidarische Landwirtschaft gibt es mittlerweile eigentlich in jeder größeren Stadt. So mehrere Betriebe oder auch auf dem Land gibt es das. Es gibt mittlerweile ungefähr 150 Solavis, zumindest die uns bekannt sind. Sicherlich gibt es noch mehr. Und ungefähr 100 Initiativen, die gerade in Gründung sind. Und ja, wir gehen davon aus, dass so 20.000, 30.000 Menschen damit erreicht werden mittlerweile. Die Produkte werden regional und saisonal zur Verfügung gestellt. Alles wird gemeinschaftlich und solidarisch finanziert. Ausbeuterische Arbeitsbedingungen werden vermieden. Auf Pflanzengifte wird verzichtet. Die Mitglieder helfen bei den meisten Projekten ebenfalls einige Tage pro Jahr bei der Aussaat, Pflege, Ernte oder der Verteilung der Produkte mit. Dadurch lernen sie einiges über den Gemüseanbau. Sie erfahren zudem, wie viel Aufwand hinter dem fertigen Produkt steckt. Die klassische kapitalistische Marktlogik wird so umgangen. Es geht nicht um Gewinnmaximierung, sondern um stabile Projekte, die auch solidarisch und gemeinschaftlich bleiben, wenn die Ernte einmal nicht gut ausfällt. Dies ermöglicht vielen Bäuerinnen und Bauern eine deutlich höhere Sicherheit für ihren Betrieb als im normalen Wettkampf auf dem Markt. Die Bewegung erfreut sich in vielen Teilen der Welt, auch in Europa und Deutschland, stark wachsender Beliebtheit. Wir besuchen das Projekt Entrop 119 in Altenberge bei Münster in Nordrhein-Westfalen. Ja, also auf dem Gärtnerhof Entrop machen wir das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft. Wir sind ein gärtnerischer und ein landwirtschaftlicher Betrieb und möchten damit Menschen mit den Lebensmitteln, die hier auf dem Hof hergestellt, angebaut werden, versorgen. Ja, ich denke, ein ganz großer Aspekt, dem wir vielleicht auch mit der solidarischen Landwirtschaft entgegenwirken möchten, ist einfach mal, wir produzieren unsere Lebensmittel oder bauen die Lebensmittel ja direkt für Menschen an, für Mitglieder oder wir sagen oft auch Teilgeber des Hofes. Und wissen ja, wer bekommt die Lebensmittel, für wen machen wir unsere ganze Arbeit hier. Und andere Höfe, die bauen was an, die machen eine Produktion und es geht auf den Markt. Und man hat dadurch ja auch ganz viel Überschuss an Lebensmitteln, die gar nicht verwendet oder Verwendung finden. Und das ist für uns schon
sage ich mal, auch eine gute Befriedigung unserer Arbeit, dass wir wissen, für wen machen wir das hier. Also wir haben ja einmal die Gärtnerei mit dem Gemüsebau. Da arbeiten je nach Saison bis zu 6 Menschen, also auch Auszubildende, unser Gärtner und die Gärtnerin und aber auch Praktikanten. Und dann haben wir die Landwirtschaft, da ist es auch so, dass wir 2 Auszubildenden haben, dann ein Landwirt und zurzeit auch noch ein Jahrespraktikant. Dann haben wir die Käserei mit unserer Käserin und die Backstube, die sich 2 Menschen teilen als Arbeitsbereich. Genau, und dann natürlich gibt es auch einen Verwaltungsapparat für die CSA, für die solidarische Landwirtschaft und für den ganzen Hof. Das übernimmt dann auch noch eine weitere Person. Viele Höfe bieten als besondere Veranstaltungen verschiedene Feste und Aktionentage an. Auch der Hof Entrup veranstaltet zum Beispiel ein Erntedankfest oder einen Sauerkrauttag. Dieses bietet den Mitgliedern die Möglichkeit zum Austausch und zum Kennenlernen der vielfältigen Arbeiten auf dem Hof. Als das 2008 anfing, bin ich Mitglied geworden. Damals waren wir 30 Leute und die große Schwierigkeit für so kleinere Höfe, wir haben insgesamt nur 30 Hektar, davon sind teilweise auch noch Pachtflächen, ist sich entsprechend in dieser industrialisierten oder neben der industrialisierten Landwirtschaft durchzusetzen. Und deshalb ist es notwendig, dass sie sozusagen ein Stück weit Solidarität entfalten von den Menschen, die an diesen Produkten interessiert sind. Und das ist dann mit der Zeit gewachsen. Es sind jetzt 120 Mitglieder etwa. Und dadurch ist es den Landwirten, Gärtnern hier auf dem Hof möglich, die aufgrund der vielen Handarbeit teureren Produkte auch loszuwerden und damit eine Existenzgrundlage für 2 Familien zu schaffen. Und wir kriegen eben entsprechendes biologisches oder biologisch-dynamisches, weil es ja Demeter ist, Produkte. Ja, weil es mir einfach wichtig ist, gesunde Lebensmittel für mich und meine Familie zu beziehen. Und da ist diese solidarische Landwirtschaft hier in Altenberge unheimlich toll, weil ich mich unheimlich gut einbringen kann. Und am Anfang, wir sind jetzt seit 4 Jahren dabei, haben wir die Lebensmittel auch alle hier abgeholt, am Freitag, am Nachmittag. Und mittlerweile gibt es aber ein Depot in Billerbeck, weil wir in Billerbeck wohnen. Das ist so circa 25 Kilometer von hier entfernt. Und da haben wir ein Depot eröffnet. Da sind im Moment 12 Mitglieder dabei. Und ja, ich bin da jetzt so reingewachsen, dass ich am Anfang einfach schöne Sachen mitgemacht habe, wie heute das Sauerkraut machen. Die Gemeinschaft ist mir sehr wichtig. Und mittlerweile leite ich einfach auch so ein bisschen das Depot und halte die Verbindung vom Hof zum Depot und zu unseren Mitgliedern aus Villerbeck. Und ich habe gleichzeitig noch den Vorteil, dass ich meinen Bauernhof regelmäßig besuchen kann. Ich bin jeden Samstag hier und arbeite, um mich von meinem normalen Job als Lehrer zu erholen, um Ausgleich zu schaffen, um mich zu erden. Und man trifft eben auch viele Leute, das ist heute ein Mitmachtag und man sieht selber, wie die Produkte, die man nachher bekommen wird, entstehen, wie das Sauerkraut. Mir schmecken die Produkte oder uns schmecken die Produkte viel besser und ich weiß einfach, wie sie produziert sind. Da sind keine Pestizide und keine chemischen Zusatzstoffe einfach drauf und da kann ich mich hier drauf verlassen und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Also ein ganz persönliches Ziel für unseren Hof hier ist, dass wir uns wünschen, dass wir sozusagen nur oder ein reiner CSA solidarischer Landwirtschaftshof werden können,
Also das ist im Moment noch nicht der Fall. Also wir haben zurzeit ist es ungefähr so, dass die Hälfte von den Lebensmitteln, die wir hier anbauen oder produzieren, an die Teilgeber gehen. Und wir haben aber auch noch den Markt oder die Märkte und den Hofladen. Und wir würden gern alles zu 100% auch an die Mitglieder und Teilgeber weitergeben. Und darüber hinaus einfach auch sagen, dass es viele neue Höfe gibt, die dieses Modell für sich entdecken und da mitmachen wollen. Also dass einfach die ganze Bewegung der solidarischen Landwirtschaft wächst. Wir besuchen ein größeres Projekt der ökologisch-solidarischen Landwirtschaft, die Gartenkoop in Freiburg, die 2009 gegründet wurde. Es ist eine Kooperative der solidarischen Landwirtschaft. Wir sind also eine Gemeinschaft von ungefähr 300 Haushalten, WG-Familien, die sich zusammengeschlossen haben, um solidarisch einen gärtnerischen Betrieb, einen landwirtschaftlichen Betrieb gemeinsam zu finanzieren, der im Moment hauptsächlich Gemüse produziert und diese 300 Haushalte damit versorgt, das ganze Jahr über. Wir haben ein professionelles Anbauteam, das sind ziemlich junge Gärtner und Gärtnerinnen, die hier den Anbau koordinieren. Die sind richtig ausgebildet, machen hier einen professionellen Anbau. Und also ökologischen Anbau. Und dann haben wir eben auch ein Support-Team. Das sind Leute, die verschiedene Arbeiten, die einfach Kontinuität brauchen, wie die Buchhaltung, die Pflege der Webseite, Kommunikation, Einbindung von Mitgliedern, die ganzen Geldgeschäfte und so weiter. Die Sachen werden auch von Leuten gemacht, weil das über das ehrenamtliche Engagement hinausgeht. Alle zwei Wochen haben wir ein Koordinationstreffen, das Kooperativenkoordination, wir nennen das KOKO. Und das ist im Prinzip das Gremium, wo wir sehr, sehr viele Entscheidungen treffen für das alltägliche Geschäft hier. Eine bestimmte Anschaffung oder ob wir dies und jenes irgendwie ausgeben oder machen oder nicht. Und dann gibt es da die Mitgliederversammlungen, wo so grundsätzliche Fragen dann meistens beschlossen werden, so wie das Budget, also Haushalt von dem kommenden Jahr oder so Sachen wie zum Beispiel die Größe der Kooperative, wie groß wollen wir sein oder ein Kauf des Landes, also solche Sachen, die wirklich alle angehen, die werden dort diskutiert. Im Prinzip gibt es eben die professionelle Arbeit des Anbauteams. Aber ich glaube, ein wichtiges Feature von unserem Projekt ist eben die Tatsache, dass wir diese strenge Trennung zwischen Produzentinnen und Konsumentinnen auf der anderen Seite, dass wir die nicht so streng haben wollten, sondern eben wir wollten das so ein bisschen verwischen. Und wir wollten eigentlich, dass die Leute, die in der Gemeinschaft mitmachen, die Mitglieder der Kooperative, dass die sich auch hier an den Arbeiten sowohl auf dem Acker als in der Logistik auch beteiligen. Und wir brauchen so circa 1300 Mitgliedereinsätze pro Jahr, das sind halbe Tage Einsätze. Und das macht so grob 5 Einsätze im Jahr, die wir im Durchschnitt erwarten von jedem Mitglied. Und davon kann man sagen 3 bis 4 in der Landwirtschaft und 1 bis 2 in der Verteilung. Wir befragen kooperativen Mitglieder, warum sie die Idee der Gartenkoop so ansprechend finden. Weil es mir darum geht, dass ich frisches Gemüse habe, dass ich biologisch erzeugtes Gemüse habe, also ohne irgendwelche chemischen Düngemittel oder was auch immer oder auch den Insektiziden. Und es geht mir auch um die Erde, dass die Erde was Gutes hat von all dem, nicht nur wir Menschen, weil wir sind sozusagen kooperierend miteinander. Und dann geht es mir um das Soziale, dass Menschen sich zusammentun und sozial und ökologisch miteinander zu tun haben. Also ich finde das beste Projekt, was mir in meinem Leben begegnet ist, einmal weil die Lebensmittelfrage für mich was ganz Grundlegendes ist, zum anderen, weil wir versuchen gegen die Agrarmultis und eigentlich gegen die kapitalistische Massenproduktion was biologisch, ökologisch, regionales zu setzen und vor
allem jetzt innerhalb dieser bestehenden Gesellschaftsordnung versuchen wir, anders miteinander und mit der Natur umzugehen. Hierarchiefrei ist unser Anspruch. Und das jetzt praktisch zu tun, statt zu warten, bis irgendwas von oben kommt, das finde ich toll. Also in unserem Projekt gibt es im Prinzip zwei Formen der Solidarität. Die erste Form der Solidarität ist die Solidarität von der Gemeinschaft mit der Landwirtschaft und mit den Menschen, die hier arbeiten, Gärtner, Gärtnerinnen. Wir wollen erstmal sicherstellen, dass diese Landwirtschaft gut funktioniert. Ja, das bedeutet eben auch, dass wir einfach das Risiko teilen. Manchmal gibt es eine gute Ernte, manchmal eine schlechte Ernte. Wir wollen, dass der Arbeitsrahmen für unsere Gärtner und Gärtnerinnen stimmt, dass die sich einfach auch eine gute soziale und ökonomische Existenz hier in der Region aufbauen können. Und das wollen wir eben garantieren. Also diese Form der Solidarität mit dem Hof ist erstmal die erste Form der Solidarität. Dann gibt es aber eine zweite Form der Solidarität, das ist in der Gemeinschaft selber. Auf der einen Seite definieren wir einfach, okay, wie viel Geld braucht die Landwirtschaft, die Kooperative, damit sie funktioniert. Und dann könnten wir einfach natürlich sagen, jetzt teilen wir das auf die 300 Haushalte und dann kommt einfach eine Durchschnittszahl raus und das ist euer jährlicher Beitrag. Das haben wir aber nicht so gemacht, sondern die Mitglieder der Kooperative dürfen selber ihren Beitrag festlegen nach Selbsteinschätzung. Und da gibt es eben Leute, die ein bisschen mehr zahlen und Leute, die ein bisschen weniger zahlen. Unter der Bedingung, dass wenn wir die Summe der ganzen Beiträge machen, wir dann auch auf das nötige Geld kommen. Und das funktioniert. Also wir haben die Idee des kollektiven Eigentums haben wir von Anfang an hier im Projekt auch verankert. Die Idee war, dass wir einfach als Gemeinschaft auch diese Produktionsmittel danach finanzieren und somit auch eine Gärtnerei nach unserer Vision aufbauen können von Anfang an. So mussten sich auch die Gärtner und Gärtnerinnen eben nicht verschulden oder so, um das Ganze hier aufzubauen. Und den gleichen Gedanken haben wir eigentlich auch fürs Land. Wir möchten, dass das Land eben auch der Spekulation und dem Markt entzogen wird und gesichert wird für einen ökologischen Anbau, solidarischen Anbau. Auch im Alltag funktioniert das Projekt anders als die übliche Lebensmittelproduktion. Direkt nach der Ernte wird das Gemüse gewaschen und zu mehreren Stationen nach Freiburg und ins Umland gebracht, wo die kooperativen Mitglieder es dann abholen können. Also ich bin Mitglied, weil ich jede Woche so einen wunderschönen Gemüsekorb, so einen bunten mitnehmen darf. Und weil ich gerne weiß, wo mein Gemüse wächst und wer das Gemüse hegt und pflegt und aufzieht und erntet. Und weil ich selbst gern im Boden buddel. Ja. Ich bin von Anfang an Mitglied in der Gartenkorb, weil ich es eigentlich, also es ist ein super Projekt. Es geht ja darum, dass wir unsere Lebensmittel selber anbauen, aber natürlich kann es nicht jeder und jede in ihrem eigenen Garten, geschweige denn, dass wir den Garten haben. Und das kollektiv organisiert auch anbaut, also auch der politische Anspruch, der damit verbunden ist, eben Bio-Saatgut, kein Gensaatgut zu benutzen, die Distanzen zu reduzieren und gemeinsam auch Entscheidungen über die Anbaumethoden zu fällen, finde ich auch sehr, sehr, sehr unterstützenswert. Nach mehreren Jahren Recherche ist zusammenfassend festzustellen, die herkömmliche Agrarindustrie schädigt Menschen, Tiere und Pflanzen. Darüber hinaus fördert sie die Zerstörung von Landschaften und Gewässern und hat eindeutig negative Auswirkungen auf das Weltklima. Die Unterstützerinnen und Unterstützer der solidarischen Landwirtschaft hoffen, dass ihre Bewegung einen Teil dazu beiträgt, im Hier und Jetzt die Ohnmacht gegenüber der etablierten Politik und Wirtschaft zu überwinden und den Menschen konkrete Handlungsmöglichkeiten zu bieten. Ich denke, man kann einfach mit solchen Projekten wirklich kleine Zeichen einfach setzen und hoffen, ich denke immer so wie bei einer Graswurzelrevolution, einfach von unten agieren und einfach hoffen, dass die Arbeit, die der Hof hier und viele andere Höfe einfach machen, dann
dementsprechend auch Früchte tragen. In dem Moment, wo wir sagen, wir finanzieren gemeinsam solidarisch die Landwirtschaft, ist es relativ interessant, weil dann wir damit wegkommen von dieser Idee, dass die Produkte oder das Gemüse, was wir hier produzieren, einen bestimmten Preis hat. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass wir sagen, okay, ihr bekommt so und so viel Kilo für so und so viel Geld, sondern hier geht es wirklich darum, wir zahlen für die Landwirtschaft und je nachdem, ob die Ernte gut oder schlecht ist, wir verteilen die komplette Ernte an die Leute. Und das, so gibt es halt eine Entkopplung von einem Preis auf eine Ware. Wir sagen im Prinzip, Lebensmittel sind keine Ware.